Wir kommen heute also zur nächsten Runde in Path of Exile. Es geht noch weiter in der Abyss League und ich stehe jetzt dann vor dem achten Akt und kehre eben nach Sahn zurück. Ich könnte auch schon noch einen zweiten Durchlauf machen, um letztlich die nächsten beiden Punkte freizuspielen. Eine Reliquienkammer, das heißt, ich kann hier noch einen Bonus bekommen. Das sieht doch schon wieder nach einer passenden Stelle aus. Ah, ein Portalzerstörer. Doch. Gut, damit ist die Reliquie gefunden. Und ein Portal wird sofort vernichtet. Das ist schon mal jedenfalls eine ganz gute Option, weil die Portale dann nicht, wenn ich alle drei dann zerstört habe, dann sind die zumindest im dritten Kampf nicht mehr verfügbar. So, das erste Portal kriege ich sofort kaputt. Failure is an illusion. So. Muss mal schauen, dass ich mich mit Izaro erst anlege, wenn ich die Portale tatsächlich beseitigt habe. Okay, das zweite Portal ist gleich hinüber. Jawohl. Jetzt noch das dritte ausschalten. Und dann... You can't stem this tide. Izaro. Ha, sehr schön. Strike with fidelity. So, der ruft schon seine Mobs. Und damit sind die Kronengegner auf jeden Fall schon mal weg. Und jetzt muss ich bloß noch schauen, dass ich die Zaro halt auf zwei Drittel runterbekomme. Rise to the occasion. You were born for this. Ja. Gut. So, der erste Kampf ist geschafft. Der nächste Leutnant wird sofort getötet. Okay, also auf jeden Fall wieder eine, wo ich alle drei ausschalten kann. Das wird ein guter Endkampf, wenn ich so weit komme. Weil er dann keine Hilfstruppen dabei hat. Da hinten noch. Ah, ein Geheimgang. Ah, was ist da drin? Okay, ist tatsächlich ein Darkshrine. Mal gucken, was er für einen Bonus kriegt. A potent little gift from our primitive past. An emperor is only as efficient as those he commands. So, Frosty wird als erstes sterben. Zack. Strike with fidelity. So, da kommt der zweite. Blitz. Und der dritte kommt auch schon hoch. So, das ist der Fernkämpfer. Oh! Ja, ja. So, okay. Ja, sehr schön. Beide erledigt. Jetzt muss ich bloß noch gegen Izaro bestehen. Ja. Determination overcomes domination. This is the one law of sovereignty. Ich bin ja mal gespannt heute, wann ich meine erste Karte finden werde. So, Portale und seine Soldaten, seine Generale sind ausgeschaltet, also steht nur er mir jetzt gegenüber. You must navigate your empire through troubled waters. Ja, darf ich nur nicht. Okay, die Giftpfeile und die verschiedenen Teile dort. Das wird etwas brauchen.
Ja, versuche ich schon. Delight in your gilded dungeon ascendant. Machen wir mal die Stiefel. 5% Chance auf Entgehen von Zauberschaden bei kürzlich erlittenem Zauberschaden. Naja. Also, dann bekomme ich jetzt meine Energieschildregeneration. Gegner, die ihr verflucht haben, minus 15% zu Chaoswiderstand. Das heißt, mit der Verzweiflung minus 27%, dann noch 15 dazu. Das dürfte interessant werden. Das heißt, eher jetzt Stärke und Intelligenz noch mit aktivieren und beim nächsten Mal dann die passiven Fähigkeiten von hier. Und wenn ich tatsächlich mal irgendwann das dritte, oder vielmehr das vierte schaffe, dann noch den Pfad zur Hexe aktivieren. Da gibt es nochmal zwei Fertigkeitspunkte dazu. Genau, 10% des maximalen Mals als extra Energieschild. Das ist das, was ich dann noch nach der nächsten Prüfung aktivieren will. Also, auf zu den Sahnenbefestigungen und dann mal gucken, wer in Sahnen alles drauf geht, nachdem wir jetzt schon mindestens drei verloren haben. Weil bisher ist zumindest Nessa verschwunden. Dann vom zweiten ist jetzt Gust und Silk. Das sieht aber ungesund aus. Also Hagan und Magamora sind noch da. Tallman. Oh nein, der ist zurückgekehrt. Ist, glaube ich, nicht die beste Option. Und der andere Typ ist verseucht Kanäle. Und der andere Typ, der hier war, der ist weg. Wie sieht es oben aus? So, Vorplatz des Anwärters. So, Leo, wie gehabt. Sahnarena. Ah, und das andere ist alles eingebrochen und vermodert. Na dann, erzählt doch mal eure Geschichten. Doji Darktongue is the insidious infection that threatens to make septic the great and terrible wound that is Sarn. Good to see you in Sarn once again. I wish that we could be greeting under fairer skies, yet this city remains clouded in strife. Lunaris, eternal goddess of the moon, and her sister Solaris of the sun have risen to reclaim what was once their own. Siblings equal in strength, mighty twin rivers converging, sweeping all before them. Okay, das heißt, das sind schon mal die beiden Götter wahrscheinlich, gegen die ich hier antreten werde. Ja, genau, Grigor, der ist der verschwunden ist. Grigor is the butterfly that has lost its wings to a cruel child. And this place of respite has become a cage for his pain, a breeding ground of bad memory. We spoke, and Grigor shared his resolve with me. He can no longer live with the torment that piety has injected into his heart. Like the warrior poet he is, Grigor has ventured into the unknown to find a cure for his body and mind, or die in the attempt. The dead do not love the living, and the living cannot love the dead. People fear what they do not understand. I understand Clarissa. I am not frightened of her. I am frightened for her. The cataclysm turned Legionnaire into monster, another mindless man of undeath. Yet this captain seems to have regained his faculties, some of his old warrior intelligence. Okay, das heißt, der General, den ich gekillt habe vor Piety, der ist dann wahrscheinlich auch wieder auferstanden. If Sam wasn't mad enough, now we've got some whip-tongued hag cooking up a stinking curse in the sewers. Took it from a mother-in-law at first. But no, based on my meager historical knowledge, I reckon we have a certain Dodri Darktongue to contend with. Solaris was thought to be the light of leadership, guiding and enlightening each emperor that sat the throne. In practice, most of them emperors turned out to be a bit dim. But then history and theology have never quite seen eye to eye. As for Lunaris, a goddess of the moon and earth, the mother of dreams and inspiration. Doesn't sound like a bad lady until you consider that dreams harbor nightmares and that inspiration is just one notion shy of insanity. Ja, ist ein Businessman wie zuvor. Sarn is changing and so are we who live here. There, Tolman. Don't you worry.
I love you. I'll think of something. You told me Tolman was gone. You were wrong. I found him. No, Tolman, I never gave up on you. His soul remains, flickering deep down inside. Oh, Tolman, I know you're in pain, but it'll be over soon, I promise. By all accounts, Tarkus Veruso was a ruthless despot, a man to rival even the likes of Dominus. Yet his heart of stone contained one precious theme, his love for his wife, Kiara. So when the poor young woman died giving birth to Veruso's son, Caspero, the grieving emperor threw aside his great convictions and placed his last hope in thaumaturgy, in the Ankh of Eternity. Perhaps it was shame that drove Tarkus to lock the Ankh away, to steal such hopes from his descendants. It was he who had asked his people to turn their backs on the ancient arts, so what right had he to enjoy that which he forbade? Love gave him that right. As I understand it, the Ankh of Eternity was somehow able to return the dead to the full bloom of life. There was nothing necromantic about it. Rather, it was a source of true resurrection. How it came to exist, I honestly don't know. A couple of inscriptions I read treated the Ankh as some sort of gift to Veruso from the Vaal. But surely the Vaal were long gone by Veruso's time, weren't they? No matter. Despite the vagaries of the Ankh's origins, Veruso used the Ankh to return his young wife from the deathbed to the wedding bed. The accounts are unanimous on that point. As it was for Veruso's love, so shall it be for mine. If we are to see the dawn of a new era for humankind, the son must be taught to behave herself. Upon that mighty span between San's left hand and its right, Solaris burns to consume every single moment of existence. Sparing no thought for life and its needs, she would see the world parched barren before she yields to reason. The sun must be allowed to set so that it may rise again as a blessing, not a curse. Self-loving Solaris, all the light in the world yet blinded by her own pride. Not once did she pause to question the truth of her sister's betrayal. Instead, she gloated over her sister's transgressions, proclaiming herself greater and more honorable than Lunaris could ever be. I suppose one shouldn't be surprised when a sun deity takes the higher ground. Wenn er über die Personen spricht, die zu Göttern geworden sind, klingt das auf jeden Fall deutlich anders als das, was die anderen von den Göttern wissen. We approach the zenith of our divine hunt upon the bridge that chokes the great wet throat of San. Lunaris, in her cold fury, has forgotten that the warming sun of morning is as life-giving as the cooling damp of evening. The empire Lunaris dreams of shall be lit by moon and twinkling stars, and life itself shall wither away in the perpetual night. One of two sisters who ruled the most populous and powerful of the ancient Asmerian tribes. Solaris was thought to guide the sun across the sky with threads of shimmering gold, whilst Lunaris saw to the wax and wane of moon with a sickle of purest silver. It was a peaceful partnership, until the trickster Tang Mazu happened upon their domain, and turning sister against sister, he saw to the massacre of thousands, whilst concealing the source of their futile feud beyond all reckoning. Feel no pity for the moon. She is a cold and distant fool, far less radiant than she would suppose. Aber vielleicht sind das die beiden Schwestern, die hier miteinander kämpfen. Das heißt, die beiden bekomme ich dann und die sind vielleicht dann für die späteren noch. Das heißt, so viele, also zwei hohe Gottheiten dieses Mal. Der Hexenkessel. Ist sie da drin? Okay. Wäre auf jeden Fall ungewöhnlich, wenn ich sie gleich so früh am Anfang schon angreifen müsste. Ja, das ist schon Dirtel. Sonst habe ich die ja normalerweise erst sehr viel später zu bekämpfen gehabt. Jetzt lädt sie sich mit Gift auf.
Kann sie das Ventil ebenfalls bedienen? Oh. Jedes Mal, wenn ich durch so ein Ding da durchlaufe. Ah, okay. Und wenn ich das dann flute, dann verschwindet es wieder. Aber dafür lädt sie sich auch wieder auf. Ich weiß aber nicht, aber ich glaube, Gesundheit gewinnt sie nicht zurück. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn ich durch solche besonderen Dinger durchlaufe, kriege ich da irgend so ein Ding dazu. Ist ja echt ein Ding, dass die so früh schon fällig wird. Once more into the breach, and once more we return victorious. Although I have to admit, I did not relish the sensation of imbibing that foul witch's soul. I felt decidedly unclean. Still, our journey nears completion. To the north lies Highgate and the cessation of our efforts to extract the dark ember from my dearly departed beast. And none too soon. Every hour, Katava's strength grows, and the longer he and the other gods dwell on this land, the less is humanity's chance of survival. Ja, also sehr erstaunlich, dass die jetzt so früh schon besiegt wird, fast direkt am Anfang. Exile, you've helped me before. You can help me again, can't you? My hope waits for me to the east, tucked away in a shrine in the key. The Ankh of Eternity. Veruso, Prima Imperialis, placed it there himself at the dawn of the Empire. If the legends are correct, the Ankh has powers over life and death. When paired with the correct Asmerian ritual, I've learned the ritual. All I need is the Ankh of Eternity, and I know I can bring Tolman back. Properly, this time. It's supposed someone is crafty as Dodri would have kept her ugly head under wraps as soon as she saw you coming. I guess death robs us of many things, including our common sense. In any case, thank you. The sewers can run clear now that there's no fetid witch clogging up the pipes. A word of caution, that Ankh, it might have had some miraculous powers, but I bet there's a nasty reason why Veruso hid the bloody thing away. I've tried to warn Clarissa, but her ears seem as dead as their boyfriend of hers. Der erste Nebenquest-Gegenstand. Da ist schon mal der Ankh. Mal sehen, ob sie sich dann beide in Monster verwandeln und sie dann erledigen muss. Ort der Wiederauferstehung. Das heißt, da wartet Clarissa. Na, schauen wir mal, was tatsächlich passieren wird. Give it to me quickly. Finally, Tolman. We can be together as before. All right. Let's begin. Suffering will besiege us, and yet love will prevail. Pain will imprison us, and yet love will prevail. Grief will engulf us, and yet love will prevail. Death will surely take us, and love will... No. This isn't right. This is... Oh, Tolman, please. Forgive me. Exile, look out! Und jetzt soll ich Tolman töten. Jetzt hat sie ihn das zweite Mal verloren. How could I have been so stupid? Russo didn't hide the Ankh out of shame. He hid it out of fear. Out of... Oh my. What did the Ankh really do to his wife? Everything I saw that I read... Lies to cover the truth of what Kiara had really become. All right, I'll destroy the Ankh. We've come a long way since Rusa's day, so I'm thinking I can manage where he so sorely failed. At least that's something I know I can do right.
Naja, zumindest lebt sie erstmal noch. Hoffentlich bleibt es so. Eine hochwertige. Ah, meine erste Map. Ja, dann kann ich ja bald mit dem Atlas mal anfangen. Ah, die Legionäre, die kennen wir doch. Die gibt es also auch wieder. Ach, die Gambling-Legionäre waren nicht der Hauptmann, sondern die hier. Wow. Aber Chaos haben wir nicht viel entgegenzusetzen. Captain Osiris. Remain in the warehouse until I personally send for you. In the unlikely event that Chittis should fall, you and your fellow legionnaires will be safely beyond the perimeter of his heart gem's influence. You men and women are my finest work yet. I would not lose you all to some aberration of chance. Malachi, Thaumaturge Laureate. Standet nicht beim ersten Mal auch schon da? Da waren im ersten Teil jetzt die Legionäre gar nicht mehr vorhanden. Weiß ich gar nicht mehr, weil früher waren sie zumindest immer da. Aber vielleicht sind sie ja jetzt gar nicht mehr im ersten Teil in dem Bereich gewesen. Das ist immer noch die Vogelscheuche. Und einzigartiges Monster abgeschlossen. Poor Tolman. He was never really with me, was he? Just the shell of a man I loved. Wherever he is now, I hope he is at peace and that he can forgive me for not being able to let go. Das heißt, hier komme ich jetzt zur Solaris. Ja, der Solaris-Tempel. War das eigentlich der Solaris-Tempel im ersten Teil, wo die Gambling-Queen gewesen ist? Ja, da war sie auch im Solaris-Tempel. Oh, der alte Wegpunkt ist kaputt gemacht worden. Ja, und da gibt es jetzt ein Portal, wo ehemals die Gambling-Queen auf mich gewartet hat. Noch ist er nicht auf mich aufmerksam geworden. Ja, die Sphäre der Sonne an euch. Die erste Hälfte ist geschafft. So, also nachdem ich jetzt die erste Sphäre der Sonne erstmal habe, werde ich jetzt dann von der anderen Seite anfangen loszulaufen. Und wahrscheinlich kann man das einfach hier als Kreis spielen, von oben weiterlaufen. Also hier habe ich ja die Passage schon offen und wahrscheinlich ist hier der andere Tempel. Und ich werde jetzt aber von unten wieder anfangen und dann auch, denke ich, hier noch die Nebenquest abschließen. Und mal sehen, wo Aszendenzprüfungen auftauchen. Genau, über die Promenade, wo wahrscheinlich dann jetzt der General auf mich wartet. Da ist er endlich. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Der liebe, liebe Hector. Das war's schon. Schade. Garukan, die heilige Königin der Himmel, bestieg ihren mächtigen Rock und stürzte auf ihre Feinde und deren Armeen der Dunkelheit herab. Was ist das denn alles? Ah, die Herausforderung, natürlich. Aszendenzprüfung. Dann habe ich jetzt zumindest mal die erste gefunden. Allow your wisdom to be tempered by
by the flames of the past. Okay, die drei sind, und das ist jetzt die erste. Gut, dann habe ich jetzt noch keine verpasst. Bin ja echt gespannt, was am Ende des Gartens wartet. Wenn ich hier ohne Mission rumlaufe. Ja, zumindest gibt es noch einen anderen Bereich, aber es ist keine eigenständige Area. Blutbad des Schreckens. Na, hervorragend. Vielleicht gibt es ja doch noch einen minderen Gott hier zu besiegen. Okay, dann schaue ich jetzt erstmal da rein, weil anscheinend geht der Garten ja noch ein ganzes Stück weiter. Tötet Juhul! Das klingt wie die aus der unendlichen Geschichte. Jetzt habe ich ganz viele davon. Aber die sind nicht ganz so widerstandsfähig wie die das Original. Wenn ich das letzte Reflexion erledigt habe, kommt dann Juhul wieder. Im Moment wohl eher nicht. Doch, das ist jetzt wieder Juhul. Zumindest bisher eher ein angenehmer Kampf, weil fordernd, aber nicht überanstrengend. Das ist wieder der letzte gewesen. So, dann kommt, da ist es schon. Ja, jetzt dreht sie ein bisschen auf. Letztes Drittel. Ist ja nur die Frage, warum die vorher nichts über Juhul erzählt haben. Ach doch. Der hat ja erzählt, das war ja der, der die beiden Schwestern gegeneinander aufgebracht hat. Juhul was a cautionary tale. The only way to truly understand fear is to become it. Seele von Juhul, niedere Gottheit. Habt ihr die ganzen Blauen abgemurkst? Ja, da war da eben noch ein Blauer. Ah ja, dann ist das hier jetzt der Wechsel. Ab jetzt kommt die Lunaris-Anhänger. Kämpfen die tatsächlich gegeneinander? Wenn das der Himmelsschrein ist, dann müsste da doch eigentlich der Abschluss sein, wenn das so in der Mitte liegt. Das heißt, der Himmelsschrein ist dann auf jeden Fall nicht der Lunaris-Tempel. Okay, wenn das die beiden Passagen sind, hier der Tempel ist, dann muss der andere Tempel eigentlich da drüben liegen. Das heißt wahrscheinlich das andere. Der andere Tempel ist dann dort, wo Piety gewesen ist. Genau, das heißt, ursprünglich bin ich ja hier durchgebrochen im ersten Teil. Direkt unterhalb von dem Wegpunkt. Mal schauen, wie der Übergang zum Garten aussieht und warum der letztlich geschlossen ist. Okay, ist einfach nur zugewuchert. Bin ich jetzt mal gespannt, ob Gravisius doch da noch irgendwo rumspukt. Bin ich vor allem gespannt, ob das Ganze Blutbad, was sie da angerichtet hat, ob das jetzt dann durch Blau in irgendeiner Form ersetzt wurde. Ja,
Nee, Nachtbringer Lucius ist das. Ja, sie haben es tatsächlich in blau geändert. Hier vorne gab es ja im ersten Teil, glaube ich, noch den so einen Necromancer. Mal gucken, ob es ja auch noch irgendeinen Unique-Boss gibt. Das war doch dann noch der Bereich, wo sie den zweiten Brutverschnitt hier irgendwie noch hatten. Und dann mal gucken, was sie aus Pietys Sauerei gemacht haben. Oh, sie haben wieder schön Wasser eingefüllt. Gefällt mir so natürlich auf jeden Fall gleich viel besser, da Blau ja eh meine Lieblingsfarbe ist. Nur wenn ich hier alle Meter eingefroren werde, gefällt mir das natürlich nicht. Also hier ein Spine Snap war ja, glaube ich, hier unten normalerweise. Mal gucken, ob sie hier ein neues Unique hingesetzt haben. Oder ob es dann im Endeffekt nur der Wächter ist. Wird wahrscheinlich im gleichen Raum sitzen dann wie Piety. Also hier ist weiterhin geschlossen und die Wagen mit den Leichen liegen immer noch hier oben. Aber sie haben angefangen, welche einzubalsamieren. Nur noch zwei Monster übrig. Also auf die zweite Sphäre zu holen. Kann ich hier genauso erstmal rumlaufen, bevor der auf mich aufmerksam wird. Dusk. Ja. Damit habe ich die Sphäre des Mondes jetzt auch. Und jetzt geht's zurück zur Hafenbrücke. Powerful baubles, them orbs are. As old as Mirians themselves, maybe even older. I've read all there is on them little beauties. The sun orbs said to contain all that has been, while its sister, the moon orb, holds all that will be. Past and future, packed up neat behind glass and thaumaturgy. Shudder to think what might happen if all that got out one day. By the earth and sky, the power of these goddesses lies in your hands. Take these seeds and plant them in the fertile stone at their feet. From what I have learned, it is my hope that the orbs will force Solaris and Lunaris to grow limbs and flesh to engage you in mortal battle. May this come to pass, and may you cut down these goddesses as a forester might fell a pair of stubborn old trees. Also, los geht's. Ich könnte es ja auch gerne gegenseitig erledigen. Dann muss ich das ja nicht machen. Okay, jetzt nehmen sie mich aufs Kiekern. Okay, das heißt, jetzt wechseln sie sich jeweils ab. Du bist schon im letzten Drittel. Und jetzt wechselt ihr wieder. Jawohl. Huh.
beide zerbrochen. Sun and Moon return to their rightful places, leaving our path now clear. Highgate lies ahead, Beast Slayer, and a debt that is long overdue. On this road, there are the goddesses of Marakith to be reckoned with, and they will not take kindly to our endeavor. Regardless, I must enter the corpse of my beloved beast and wrest our sliver of hope from the life you so blindly took. There is no prophecy nor portent, no epic nor allegory that can promise your survival in this great journey of ours. For despite your trappings, you remain most certainly, irrevocably, mortal. Ja, sind tatsächlich die beiden. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich die beiden niederen Götter, die mich jetzt auf dem Weg dann noch erwarten. So, was haben die denn jetzt? Physische Schadensminderung für jeden Gegner im Umkreis bis zu 8% und erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Und du, physische Schadensminderung, wenn nur ein Gegner im Umkreis ist und 20% Chance, 50% weniger Schaden von Treffern im Bereich zu erleiden. Okay. Aber lieber höhere Bewegungsgeschwindigkeit, dann wechsle ich auf den. Das heißt, von hier aus geht es jetzt zum Blutaquadukt. Und da scheint sich einiges verändert zu haben. Aber da steige ich heute nicht mehr ein. Das bleibt dann fürs nächste Mal. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück nach Saan. Mal gucken, ob die noch ein paar Worte zu sagen haben. You have offered us the greatest of gifts. Freedom. With these divine tyrants gone, we are free to live our lives as we wish, not as is ordained. In time, all of Saan will thank you. For now, let it simply be me. I'd thank the gods, but you seem to be taking them out at an alarming rate. Not that I'm complaining. In my experience, theocracy's never been great for entrepreneurs like me. Unless you're in the holy relics business. That's too single-minded, too orderly. Give me chaos any old day, for it is in chaos that opportunity is bred. Saan can get back to his usual state of mayhem, and I can get back down to business. Everyone's a winner. Soweit dann also für heute. Der Abschluss von Akt 8. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Akt 9. Das heißt, zwei sind jetzt noch vor mir, eben Highgate wieder zu besuchen und da jetzt das Restliche wahrscheinlich eben aus der Bestie zu extrahieren. Im 10. wird es dann gegen Kitava gehen. Mal sehen, ob ich dann ausreichend gerüstet und gewappnet bin. Aber soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!